Heute zeige ich dir die einfachste und coolste Nähidee der Welt. Falte dazu einen Stoffstreifen mittig und lege ihn rundherum mit den beiden schönen Seiten nach innen um ein Haargummi. Stecke das Ganze rundherum an der Außenkante mit Nadeln fest und schlage die beiden schmaleren Kanten um 1 cm nach außen um. Dann nähst du einmal mit einem Geradstich an der gesamten Außenkante entlang und wendest das Ganze. Die beiden noch offenen Seiten nähst du außen herum mit einem Leiterstich zusammen. Zum Schluss kannst du einfach an beiden Fadenenden ziehen und die Naht verschließt sich wie magisch. Und fertig ist unser DIY Scrunchie. Wenn du jetzt noch wissen möchtest, wie ich das Haarband gemacht habe, dann mach das Plus weg und freu dich aufs nächste Video.